Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, jetzt Xerox, aka der Polak, mit einem Knopf aus dem Rucksack. Ja, meine Freunde, heute mal ein kleines anderes Video. Warum muss ich immer Mikrofon in die Hand nehmen? Bro, wenn ich anfange zu reden in einer Session, es ist komisch, cringe. Aber ich habe zwei Pakete. Wir machen heute ein Pack-Opening. Ich denke, wir fangen mit dem großen Paket an. Da drin. Mikrofon umgehauen. Tschüss. So. Alter, Mikro. Chill deine Bass. Aber so hört man mich noch. Ne? Ja, ja, so. So hört man mich. Gut. Also. Zum einen. Einen Selfie-Stick. Auf. Ist nicht nur ein Hundskabel-Selfie-Stick, sondern ist für eine Cam. Seht schon, hier steht Insta 360. Nee. Da steht alles auf Chinesisch. China-Ware oder was? Egal. Das ist der Stick, mit dem kann ich das dann halten, die Kamera. Und zum Schmuckstück, die Insta X4. Ich will nämlich ein paar Real-Life-Videos drehen. Ich habe nächste Woche zum Beispiel frei. Da wird es so einen kleinen Streaming-Marathon mäßig was geben. Da werde ich so viel streamen. Hier habe ich so viel gestreamt in meiner bisherigen Karriere. Es fühlt sich irgendwie so gummig an. So. Das hier ist die Cam. Sehr, sehr handlich. Natürlich, hier ist der Akku auf der Seite. Geht's zum Akku. Hier ist der Einschaltknopf auf der Seite. So. Okay, ich muss eine App und so weiter installieren. Okay. Die Cam würde laufen. Gut, dann testen wir das halt in dem nächsten Teil aus. Also jetzt machen wir halt nur das Opening. So. Da ist die Kamera dann so fix. Kann man die so mitnehmen. Eigentlich komplett fresh. Wenn man sich so überlegt, so zu laufen, zu streamen und so. Komplett fresh. So. Dann, was haben wir hier drin? Also das ist die Cam, die lege ich mal hier. Ah, geil! Ich würde schon sagen, ich lasse normalerweise die Sachen immer so im Dingens drin, in der Verpackung, aber wenn ich keine Ahnung, irgend so Grip-mäßig was. Da legt man dann die Cam rein, dann hier ein Tuch zum Putzen. Und USB-C-Kabel. So. Was ich mir natürlich erhoffe, ist, dass ich die Cam mit meinem Rode Wireless Mi-Mikrofon nutzen kann. Aber das sollte, soweit ich gesehen habe, funktionieren. Ich lasse jetzt das mal hier so drauf. Jetzt sieht es mit dem Case aus. Die Folie lasse ich auch noch vorgängig drauf. So. Rein da. Hier Garantie jetzt drin oder ja, genau hier. Ach so, Linsenschutz, je nachdem wo man dann hingeht, wenn man so Action Videos macht, dass die Linse geschützt ist. Das ist auch mal hier drin. Dann hier die Anleitungen, die braucht kein Schwein. Zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, lest ihr das überhaupt noch? Geht ihr das noch durch oder ist es einfach nur noch Deko und Papierverschwendung? So. Hier lasse ich am besten hier
über meinem Equipment hier habe ich die Drohne. Dann das hier. Ah, hier ist das. Hier sind die Dingens. Mikrofone da. Da, hier mache ich so dann so eine Streaming-Ecke. Digga, ich krieg jetzt die Verpackung nicht mehr rein, oder was? So, die Verpackung ist relativ schön, die ist so... Die fühlt sich so... So gut an. Ja, ich zeig hier. Die fühlt sich so gut an, Bro. Was ist los mit mir? ASMR, oder was? Das sieht eigentlich fresh aus. Den hier. Glaube ich nicht. So, und was ist denn hier drin? Was habe ich mir denn Schönes noch bestellt? Also, und zwar. Ne, Namen sieht man nicht gut. Lassen wir das noch drin, das ist irgendwie ein Lieferschein oder Rückversand. Schon, Bro, warum? Warum macht man noch Kleber, Kleberverpackung? Lass es. Weil ich jetzt eine Frau mit Nägeln, könnte ich es mit den Nägeln machen, aber als Mann hat man meistens keine Nägel. Zumindest ich schneide sie regelmäßig. Weiß nicht, wie ihr das so macht. So. Hier, das ist die Verpackung. Damit kann ich es ans Auto kleben. Dann wisst ihr auch schon, welche Richtung das geht. Tücher zum Putzen. Okay. Mache ich jetzt nicht weg. Aber so sieht das Ganze dann aus. Dann nimmt man das so weg. Und dann. Ah, steckt man den Teil hier so rein. Steckt man hier so rein, Bro. Und dann noch hier die Schraube so durch. So. Sehr übel Schrauben. Kannst das in alle Richtungen bewegen. Voll geil. Richtig fresh. Und das zweimal. Also für zwei Kameras theoretisch. Gut. Jetzt kriege ich das raus. Jawohl. Und weil hier an der Kamera auch noch so ein Schraubeteil ist, kann ich sogar die Kamera nehmen für zum Livestreamen. Schauen wir mal. Sehr, sehr geiles Teil. Freue ich mich, feiere ich. Jetzt muss ich dann aber langsam irgendwie, ja, in meinem Urlaub stelle ich das bisschen hier alles um, dass ich mein Equipment auf einem Haufen habe. Bisschen mit dem Stock, so. Gut! Den hier kann auch weg. Bravo. Ja, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Road to 4K. Wir sind auf gutem Weg. Wäre noch fresh, wenn mehr die Leute, die abonniert haben, die Videos anschauen würden. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Peace.